Ja, so, meine ich auch. Dass wir da, Alter, hier sind ja überall rote Punkte. Natürlich nicht. Da vorne ist ein Laden. Und der weiß natürlich jetzt genau, in welchen Laden er rennen muss. Ich sag mal, wenn er jetzt die Straße hier, da vorne, dieses Haus da. Aber nee, da vorne irgendwo. Dann sollen die armen Leute das noch alles schleppen, wie die Blöden. Ja, ist ja falsch. Aber ich bin dafür nicht gerade gekleidet für einen Italiener. Muss ich da rein? Ich bin es leid. Jeden Tag werden neue Steuern erhoben, neue Gesetze erlassen ohne unsere Zustimmung. Der Revenue Act, der Indemnity Act, der Commissioners of Customs Act. Schatzkanzler Townsend muss sich für sehr klug gehalten haben, als er diese Raubzüge erdachte und zur Pflicht erklärte. Aber die Verfassung erlaubt uns zu widersprechen. Es darf keine Steuern geben ohne unsere Mitsprache. Sag mir, wer repräsentiert uns im Parlament? Wer spricht in unserem Namen, unterzeichnet für uns, nennt mir den Namen? Das könnt ihr nicht. Und wisst ihr warum? Ihr könnt mir nicht sagen, wer uns repräsentiert, weil es keiner tut. Das ist doch unglaublich. Ja, das ist ungefähr das, was wir jetzt neu in unserer heutigen Zeit haben. Aber alle machen nur große Reden und sowas und hast nicht gesehen. Es ist ja auch sowieso, die Politik, es interessiert sich ja kein Jugendlicher mehr dafür. Warum nicht? Weil die Leute nur noch labern in der Politik. Die tun ja nichts mehr. Und es ist am Ecken, oh, die... Gleich 9¾. Und, ja, keine Ahnung. Ist kein Wunder, dass sich niemand mehr um irgendwas kümmert hier. Die labern nur noch und es tut auch keiner mehr was. Das ist der einfachste Grund, warum keiner mehr was machen will. Naja, oh, es wird dunkel. Moin, Uschi. Verlaufen? Den kennen wir doch. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Na, nett, der hätte uns das auch voll über den Tisch ziehen können. Vielleicht hat er es sogar. Wir wollen verlassen. Zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament? Alle Mann, wir betrinken. Kommt mit uns. Wir haben genug. Pöbel und Gesocks, kommt mit mir. Was ist denn hier los? Wir gehen zum Zollhaus, um es den Rotleuten mal ordentlich zu geben. Hey, Achilles, was geht dir ab? Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Die Freiheit ist unsere. Wir nehmen Vertreiben nicht länger hin. Das reicht. Genug ist genug. Ah, jetzt tut es aber was. Da, das sollten wir eigentlich auch mal hier in Deutschland. Hey, schon wieder. Die verschwinden alle einfach. Oh, weißt du noch schön. So tun Sie doch was. Ein letztes Mal auseinander. Versammlungen dieser Natur sind verboten. Wir gehen nirgendwo hin, Bastard. Hey, geht doch zurück nach England. Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos. Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen. Niemals. Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen. Ihr Feiglinge! Schießt mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Was ist das? Mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los!
komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock, na komm, benutzt das kleine Gewehr. Dampfender Scheißsau, wenn wir nicht bald kämpfen, piss ich die an. Schöne Sache, Alter. Kann ich euch helfen? Ist der jetzt doof? Hoi, du da. Was soll denn dieser Aufruhr? Euer Townhaus. Oha, oha, sind da zwei Leute. Wieso habe ich nicht einfach gerade einen direkten Pfeil auf ihn geworfen, geschossen? Na, geh weiter, Kollege. Vor allem einfach, er guckt dann nur mich an, ne, weil ich, oh, plötzlich, oh, ganz zufällig. Okay, was hat er da oben vor? Wahrscheinlich einen Schuss abgeben. Der wird wahrscheinlich einen Schuss abgeben, womit die Leute dann urplötzlich attackiert. Nee, nee, das lässt nochmal schön sein, Kollege. Gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! Holy shit! Das hat ja super funktioniert. Das hat ja grandios und unglaublich wunderprächtig funktioniert. Holy shit, what's going on here? Weiß nicht, ob ich Seemann genug bin. Du da, Obacht, Junge. Ich will nur helfen. Wer bist du? Nur ein Bote. Mr. Adams will sie. Was? Warum? Gibt's doch nicht, ey. Jetzt war dieser Arsch mir eigentlich angreifen zu müssen. Also willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich jetzt verarschen? Ich lauf da lang und werd attackiert? Willst du mich rollen? Der Typ kommt an, hey, psst, ich will dir da helfen, weißt du? Ey, du da, ja, ich will mich besser nur ab, okay, und warum? Da muss ich selber fragen, psch, psch. Hast du bescheuert? Du da, Obacht. Ja. Was denn? Wer bist du? Nur ein Bote. Mr. Adams will ich sehen. Was? Warum? Das musst du ihn schon selbst fragen. Treffpunkt ist heute Nacht an der Fenio Hall. Ich schlage vor, du tauchst so lange unter. Ja, und wo soll ich jetzt hin? Am besten zum Ausrufezeichen, wa? Wo tauchen die mal auf? Alles gut. Ich hoffe. Danke.
Muhahaha, du Arschloch. Wie kann ich helfen, Sir? Stopp! Sofort! Das könnte... Fick you, asshole. Ich schwöre dir. Ah, ein schwarzes Herz. Das schwarze Pferd werden wir uns mal krallen. Weil es ist ja aufs Pferd aufgestiegen. Willst du mich verarschen? Her damit! Du bist tot! Ja! Bleib an ihm dran! Oh Gott. Hier ist ja... Alter Schwede, die attackieren mich ja immer sofort, als hätte ich irgendwas gemacht. Ich nix gemacht, ich unschuldig. Ich ruf Bruder, der beweist. Hier, Penner, geh mal weg da. Gossenkinder. Na hier, die Stadt kenne ich doch. Alter, es sind solche unbesiegbar Girls. Ja, nee, ist klar. Ich habe jetzt auch echt Bock auf unbesiegbar Girls hier. Das ist doch unmöglich jetzt, Leute. Ich kann ihn nicht töten, weil das unbesiegbar Girls sind. Hier drüben. Ja, hier drüben. Das sind auch scheiß Gegner. Gibt's doch nicht, ey. Was für ein Bullshit ist das denn? Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her! Hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Man darf uns nicht zusammen sehen, solange die Steckbriefe hängen. Schau mal an, ich bin euch losgeworden. Was für ein Bullshit, ey. Voilà. Hey, Dude. Alter, ist in Ordnung. Trefft mich nicht aus unmöglichen Stellen. Okay, kommt her, jetzt ist mir. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Mal will noch jemand? Fick you! Fuck, ich hab keinen Plan, wie man so mal verteidigt hier. Ja? Keine Pfeile, merke ich gerade. Guckst du an? Du kannst den nicht attackieren. Nee, war für dumm. Es gibt mir jetzt schon wieder Gewalt auf dem Semmel, Leute, ganz ehrlich.
Ah, cool. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt am besten? Hier sind überall Wachen, die es alle auf mich abgesehen haben. Das war stylisch. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so clever. Okay, und jetzt lauf, 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 doch! Ich merk's, dass er zu langsam ist. Wieder weg da! Der Nils ist da! Wo ist er denn? Wo ist er hin? Fickt euch! Das sind ja immer mehr! Hoppala! Ich bin ein Star! Ich bin ein Star! Hier! Mission! Interagieren! Wieso interagierst du nicht? Dann wäre es scheiß vorbei hier! Gibt's doch nicht! Interagier doch mit dem Arsch! Diese Seite! Die Seite will ich haben! Da steht eine scheiß Seite. Ich hab die Seite nicht, oder? Nein, ich hab die Seite nicht. So, kommt her. Ja, aufhalten. Aufhalten. Schön auf dem Boden halten. Hallo, ich konnte ihn ja auch verteidigen. Zack, zwei gleichzeitig, ja kein Problem. Immer drauf. Hallo. Hallo. Willst du mich rollen? Lass mich doch durch. Oh nice, der hat viel bessere Moves draus, Alter. Bam! In your face! So. Jetzt lass mich aber mal in Ruhe hier. Hör bitte doch nicht. Scheiß Fans immer. Mag kein Mensch sowas. Ah, Connor. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit.
Eine letzte kleine